man todsicher davon ausgehen kann in diesem Studio, dass einem nichts passiert, ne? Otto, wir freuen uns, dass das geklappt hat, denn als ich den Wettbewerb gesehen habe, habe ich gedacht, naja, viele werden es wahrscheinlich noch nicht kennen. Was war denn die Idee dazu, Austrian Giants zu machen? Ich war da selbst mal dabei bei Europas stärkster Mann in London, wo ich übrigens das Telefonbuch zur Reise mit hergebracht habe. Da habe ich mir gedacht, das kann man ja selbst veranstalten, da brauche ich nicht nach London fahren. Nur war ich damals an den Vertrag gebunden, durfte es nicht machen. Und dann ist alles frei geworden. Und nachdem ich mich vom Catching aktiv zurückgezogen habe, sage ich, wir haben so viele starke Burschen, die müssen doch hergezeigt werden. Das darf doch nicht zu Hause vergammeln. Nee, offen gesagt schon sehr beeindruckend. Ich mache zwar selber ein bisschen Krafttraining, aber dagegen ist da nicht viel los. Wie viele Disziplinen gibt es denn in einem Gigantenwettbewerb? Ja, das ist zum Beispiel ein Wettkampf auf 3 Tage anberaumt, wo täglich 4 Disziplinen ausgetragen werden. Und ich muss sagen, ich denke das Ganze über nach, über sozusagen verrückte Sachen, die bisschen gefährlich sind, unheimliche Kraft brauchen und doch unterhaltsam sind. Das ist gar nicht so einfach, immer wieder die 12 Bewerbe zu finden, wo man sagt, da haben die Publikum Spaß daran. Das ist eine Riesenleistung, die kein anderer nachmachen kann. Und für die Jungs eine Herausforderung. Die sollten sich auch angespornt fühlen, das Ganze zu machen. Ne? Gibt es denn überhaupt die Chance, das ist der Steiermann, der Austrian Giant 1996, hat dieses Jahr den Titel gekriegt, klatschen super kräftig, das ist er. Da gibt es ja so Sachen wie LKW ziehen oder Hackklotz werfen. Auf solchen Sitzen, da kann man ja nur im beschränkten Maße zu Hause drauf trainieren. Kraft können Sie machen, aber so mit den Gegenständen selber üben? Ja, die meisten Dinge sind Naturkraftsachen. Man muss eben von der Natur bevorzugt sein, um das Ganze überhaupt mitmachen zu können. Waren Sie das immer schon, so ein starker Junge? Ich war immer einer der Starken. Ich komme nicht aus dem Kraftsport als Einziger in der ganzen Runde. Ich komme aus dem Kampfsport und bin trotzdem bei dem Bewerb mit der Zeit groß geworden und heuer habe ich es zum ersten Mal gewinnen können. Das ist, wenn ich da richtig informiert bin, ein Bizeps von 53,5, ist korrekt? Ja, laut Jesus Messung, Maria, 53,5. Sie sind ein Spezialist im Armdrücken. Auch, ja. Hat Sie da schon mal jemand auf die andere Seite vom Tisch? Bisher nicht, aber es soll immer einen stärkeren geben, aber noch warte ich auf ihn. Gibt es heute Abend stärkeren hier? Betretenes Schweigen. Okay, dann lassen wir uns da nicht näher aus. Der Rupert Mörd hat eine Spezialität, das ist das Eisenstangenbiegen und damit sind... Manfred, wenn ich das richtig rekapituliere...